Aber das Problem löst sich, wenn man auch das nur als ein einziges Interferenzfeld betrachtet, wenn eine Lichtwellenfront auf die nächste der nächsten Galaxie trifft, die sich dann wie Wellenfelder überlagern, miteinander interferieren, sich auslöschen. Also das nächste Interferenzfeld ergibt, sodass am Ende immer nur ein einziges Abbildchen ankommt, das sich allerdings nach diesem langen Weg aus Milliarden von Auslöschungen der Interferenzfelder oder Verstärkung der Interferenzfelder oder Modulationen ihrer Frequenzen darstellt in den verschiedenen Wellenlängenbereichen und Amplituden.